Hey Leute, seid ihr herzlich willkommen zu einem weiteren Amnesia, The Dark Descent. So, und weiter geht das. Immer noch mit den Webcam, der Umgebung bei mir im Hintergrund. Das ist noch das. Und, ja, dass mein Webcam dann ein bisschen leicht hell gemacht. Okay, anscheinend muss ich hier doch nicht hin. Ja, finden studiert meinen anderen Weg. Immer herum. Erster Raum ist ein bisschen versteckt. Da muss ich noch. Okay. Hallo? Was soll denn das? Stuhl. So, ein Passagen hier. Ganz ruhig denn. So, bevor hier irgendwas passiert. Öl. Ah, yeah. Oh. Wann bin ich an der Reihe? Ich habe mich nicht lange genug zurückgehalten. Meine Schuld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, sind die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nicht zurückbekommen. Agrippa, ich vertraue dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Was genau ist es denn eigentlich? Verwendung von Dampfenergie. Aufzug. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Dafür. Sag mal. Oh Gott. Wie geht's? So, Anleitung, Aufzugsmaschine. Brauchen wir später. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, baue mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn die Maschinerie einsetzt. Bevor du ihn einsetzt. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten folgendermaßen anzeigen: Hoch 8, runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist: Funktion Trinity Dampfanlage, 4 Phasen Amplitude. Wetter, Dampfstrom, Kreislauf. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben. Okay, hoch 8, runter 8. Müssen wir uns merken. Aber schon wieder Geräusche. Geh hoch. Ah. Ah. Zünderbuchsen. Wow. Schönes das Teil einfach. Okay, hier brauchen wir dann anscheinend nichts mehr. Daran kann ich mich noch erinnern.
Kommt er nicht? Okay, anscheinend nicht. Sehr gut. Studierzimmer, haben wir jetzt soweit fertig? Jetzt müssen wir noch mal kurz in Gästezimmer gehen, weil dort irgendwo noch ein. Wow. Nein. So. Geht's dir gut? Hallo? Lebst du noch? Du hast keinen Körper mehr, Kumpel. Das geht ihm bestimmt gut. Diese Aufnahme wurden keine Menschen verletzt. Nein, nein. Ah. Stühle bewegen sich hier schon. Gut. Habe ich anscheinend nicht durchsucht. Trotzdem nichts. Warte. Habe ich eigentlich auch schon bockt. Ja. Irgendwo muss sie doch versteckt sein. Ruhig. Nee, nee. Juhu! Ich wusste doch, dass da irgendwas noch hinterm Bild war. Ganz vergessen, dass das hier war. Beziehungsweise ich konnte mich gerade eben erst daran erinnern, bevor nicht. Maschinen? Nee, das war da. Was macht der denn schon wieder hier? Was noch unten? Warte mal, was war das hier nochmal für? Lagerraum. Gut. Wahrscheinlich muss ich das später erstmal wieder hin. Aber erst zum Maschinenraum. Ah. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Würde ich auch sagen. Lieber sieht man ein bisschen albern aus, als dann lebensgefährlich. Ja. Wie soll man das sagen? Also ich würde lieber albern, also ein bisschen alberner aussehen, statt dann zu sterben. Oh, ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob der hier noch kam. Ich ehrlich würde nicht mehr sagen. Desto trotz schließe ich mal lieber. 5th of July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may in fact have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Is anyone there? Ja, ich bin hier. So, 100 Bucks.
Eine. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschinerie übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind, und lasse die anderen in deren den inneren Studierzimmer für den Fall, dass wieder alle drei brechen. Habe ich die nicht? Stab. 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia, he said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, "I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle." Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares, in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Bezweifle, dass das dieses Monster ist. Den werde ich noch brauchen. Okay. Was hab ich dann jetzt? Soweit ich mich erinnern kann, muss ich das noch mitnehmen. Ich den nochmal befestigen. Boom, Hammer. Da. Wo ich hier rein? Da. So, Lampe machen. Okay, okay, weiß ich auch noch. Und diese komische Brocken. Ich hier reinwerfen. Hier weiß ich. Na, benötigt. Okay. Dann schmeißen wir ein paar mehr Kohle rein. Auch mal kurz nehmen. Dort mit anbringen. Da geht er hin. Irgendwo muss noch einer sein. Irgendwo. Hier ist ein Kinderbox. Ist ja gut. Hey, der ist nicht hier. Werden bitte sein. Ah.
Ist er doch. Jo, gleich haben wir die Maschine gestartet. So, und noch mehr gearbeitet werden, bis hier funktioniert. Nö. Was fehlt denn da noch? Ist einfach zu dunkel hier. Da. Ja, und was soll ich jetzt bitte machen? Machen. Was steht denn bei den Memos? Tagebücher. Memo. Okay. Maschinenausstattung. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Zugsmaschinerie. Ich entferne die andere. Stelle diese Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgende Einstellung. Nein, Maschine wird richtig eingestellt. Gibt es da noch irgendwas? Bin da wahrscheinlich oben irgendwas übersehen. Gehen wir mal dahin. Hier. Ach. Lass gern mal aus dem Bildschirm da raus. Danke. Jetzt ein Studierzimmer, irgendwas vergessen? Ich. Gut. Mal schauen, was wir hier haben. Vielleicht haben wir hier irgendwas vergessen. Wir müssen 8 oben und 8 unten sein. Das sind zusammengezählt. 1, 5, 6, 5, 2, 2. Okay, ja. Sechs. Zwei. Vier. Nö. Okay, 1, 6. Kann ich hier rumdrehen. Das sind jetzt 1, 6, 7, 8. 2, 3, 6. Nur 6. 5. 6 ist das. Nö. Wie merke ich das denn überhaupt? Druck. Besser. Okay. Bildisch, oder? Denke ich mal. Mann. Wir haben da einmal 3, 3, 5, 1, 2, 4. 5, 6, 7, 8. 5, 11. Das ist zu viel. So. 8.
So, müssten jetzt auch 6. 8 sind 9. 4, 5. 5. Ich bin gerade zu dumm dafür. Damit man sehen kann. Okay, 6. 7, 8. Gib die mal da nach oben hin. 6. Ah. Ich. Ja, kann ich. Okay, dann dieser hier war. Oh, natürlich. Muss einfach in der Mitte stehen. Ich jetzt die ganzen Dinger hier drehen, oder? Nö. Oh, das haben wir schon mal gelöst, würde ich mal behaupten. Ja, ich glaube, ich muss da ganz unten. Gut, da haben wir Saft drauf. Druck. Oh, noch nicht ganz. Sag jetzt bitte nicht, ich muss wieder zu diesem Studierzimmer. Wegen diesen Sicherungen. Stäben, Sicherungen, was auch immer. Da ist jemand sauer. Freundlicher. Jetzt hat dieses Wassermonster uns nur was angetan. Nun gut, Leute, nichtsdestotrotz. Ich werde wahrscheinlich nochmal zu diesem Studierzimmer gehen müssen und dort mal genauer nachschauen, diese komischen Sicherungen da zu holen. Ich hoffe, es hat euch soweit hier bis hierhin schon mal gefallen und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Part schalten würdet. Also Leute, ciao, ciao.